Moin Moin und herzlich willkommen hier zu Patch Club. Ich bin der härteste aller harten Trainer, die es hier gibt in diesem Spiel, denn ich treibe mich selbst bis zum Wahnsinn in die Muckibude, um zu trainieren. Allerdings habe ich keine Kohle dafür, obwohl 10 Mäuse hätte ich noch. Bisschen Energie. Ja, komm, machen wir. Denn wir wollen noch besser werden. Der letzte Kampf war ja etwas knapp. Also versuchen wir mal unser Glück, indem wir hier unsere Fähigkeit nochmal verbessern. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall auf Geschick und etwas Ausdauer gehen, damit wir auch ein bisschen mehr Power haben. Sollte nicht schaden. Wir gehen hier gleich einmal rüber an den. Wobei da war, glaube ich, grün und rot. Mal gucken. So, einmal hier rüber. Ne, genau die zwei, die ich haben wollte. Sehr schön. Gleich nochmal ein bisschen laufen aufs Band. Also vorwiegend trainiert man halt Geschick und Ausdauer am Boxsack. Aber auch ein bisschen Stärke natürlich. Komm, wir kommen auch noch auf Level 4 hier. Ach, komm. Sehr schön, wir haben das noch geschafft. Jetzt noch ein bisschen aufs Laufband. Am Anfang kann man ruhig versuchen, alle drei ein bisschen hochzuziehen. Nur man sollte sich natürlich auf Dauer schon auf irgendwas konzentrieren. Aber wie wir gerade gesehen haben, haben wir schon wieder das eine Level verloren, weil ein Tag zu Ende gegangen ist. Gut. So, ein bisschen wieder Geschick dazu holen. Muss ich mal gucken, ob ich jetzt wieder hier an die Boxkugel ran kann. Auf jeden Fall auf Level 4. Sehr schön, das ist schon mal gut. Und sein Hunger steigt langsam ins Unermessliche. Wir haben noch 21%. Das heißt, wir müssen gleich wieder... Oh, Moment. Haben wir noch was zu Hause zu futtern? Ja. Notfalls gehen wir zu Mick und betteln um Geld oder was zu futtern. Also langsam geht ihm doch die Power aus. Braucht eindeutig was zu futtern. Ein bisschen was in die Kauleiste. Okay, machen wir uns jetzt auf den Weg. Immer schon mal den nächsten Kampf an. Letzter Tag anmelden. Ja, machen wir. Ist ja eh erst in 2 Tagen. Geht ja auch relativ schnell um. Achso, und wir haben ja auch unsere Talentpunkte. Die werden wir auf jeden Fall gleich auch nochmal benutzen, um uns zu verbessern. Aber erstmal was futtern. Ja, ein bisschen haben wir noch. Eine Pizza pfeifen wir uns auch nochmal rein. Erst nochmal ein kurzes Nickerchen machen. Und wenn wir dann wieder fit sind, Geld verdienen, einkaufen, trainieren. So das Übliche halt. Das sind so auch so die Grundmechaniken hier von diesem Spiel. Achso, und wir wollen uns natürlich auch, was mir gerade mal einfällt, nochmal die ultimative Fight-Liga angucken. Aber das machen, gehen wir aber allerdings erstmal den Talentbaum. Das war natürlich die Frage, war hoher Tritt das Richtige? Was wird tiefer Tritt? Braucht weniger Energie? Ein schwächender Treffer, der ziemlich Schaden verursacht und zugleich Ausdauer und Geschick deines Gegners verletzt. Das wäre vielleicht natürlich noch interessanter. Denn der obere Weg ist ja der Weg... Ach ne, ist doch der Weg des Tigers. Ist doch der, den wir gehen sollen. Moment. Das heißt, der hohe Tritt ist schon wichtig. Das heißt, wir holen uns erstmal den zusätzlichen Talentpunkt oder fallen nicht hin. Was bedeutet das? Dein Geschick sinkt nicht unter 4. Oh, das ist gut. Das heißt, wir können nicht mehr unter 4 runterrutschen. Unter keinen Bedingungen. Egal, auch wenn ob wir es trainieren oder nicht. Und das finde ich gut. Das heißt, wir nehmen erstmal den hier. Und danach gucken wir, dass wir dann das aktive Talent nehmen, um danach zur hohen Rückhand zu gehen. Ja, das wäre gut. So machen wir das. Oder eventuell noch Angriff überspringen, um Energie zu regenerieren. Das kann man sich auch noch überlegen, ob wir das machen. So. Wir müssen jetzt aber... Hatten wir jetzt alles gefuttert? War das schon alles? Ja, wir hatten noch die Limo. Die pfeifen uns noch mal schnell rein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt Kohle verdienen. Fuß. Damit wir uns auch wieder was leisten können.
schön Pizza ausfahren, wie die Pizzen hier hoch und runter springen. Dass die mal halten und nicht runterfallen, das war schon ein Wunder. So, mal gucken, ob wir noch eine Runde schaffen. Das Essen geht ziemlich zur Neige. Mal sehen. Naja, schafft er nicht mehr. Doch, nur der Tag wird sein. Okay, komm, den einen Tag ist zu müde und hat Hunger und heute ist auch noch der Kampf. Na super. Egal, was soll's. Wir kaufen uns jetzt erstmal was zu futtern. Komm her, Abu. Ja, mit dem Fleisch. Und dann würde ich sagen, ab nach Hause. Futtern. Vielleicht noch ein Ründchen schlafen, damit wir ein bisschen mehr Energie haben. Joa, das machen wir mal. Das ist doch immer schon mal gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch die Stärke hochkriegen können auf 3, aber wir sollen auf jeden Fall fit für den Kampf sein. Gut, machen wir das Ganze so. Gehen wir jetzt in die Kampfliga. Kämpfen uns weiter nach oben. Oh, das sieht doch nochmal ganz gut aus. Wir haben auf jeden Fall, wir sind genauer als er. Das ist schon mal sehr schön. Er regeneriert langsamer Energie. Kann weniger blockieren. Machen wir dann den normalen Tritt. Ja, ich glaube, wir machen erstmal den normalen Tritt. Dafür ist, glaube ich, unsere Energie noch zu niedrig. Muss aber mal gucken. Vielleicht entscheide ich mich noch gleich um. Muss man ja immer vom Kampf abhängig machen, wie es läuft. Finde ich eigentlich auch ganz cool, dieses System. Kann man gemütlich zugucken. Aber man kann trotzdem eingreifen. Man hat nicht so das Gefühl, es läuft völlig automatisch, sondern man hat schon Einfluss auf den Kampf. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ich denke mal, ich werde die Taktik so weiter bewahren und weiter fortführen. Das gefällt mir schon mal gut. Da kommt hier eine schöne fette Kombo. Na, jetzt muss das natürlich passieren, dass wir auch ein paar Mal nicht treffen, den Gegner auch nicht. Schon ausweichen. Kann ja nicht durchgängig treffen. Zumindest noch nicht mit unserem vorhandenen Geschick. Das wird auf jeden Fall noch besser. Na komm. Das mache ich ihm nochmal. Richtig Schaden, na Junge. Mann, eine fette Kombo wollen wir sehen. Yes. Geht doch. Ah, das schaffen wir noch. Falls die Runde jetzt noch zu Ende geht, bevor wir ihn besiegt haben, dann werde ich nochmal den hohen Tritt reinhauen, weil wir jetzt ja eh noch genug Energie haben. Vielleicht schaffen wir es aber auch. Ja! Innerhalb der dritten Runde K.O. gehauen. So läuft das doch schon mal gut. Allerdings muss ich dazu sagen, ja, das geht nicht so weiter. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, ist ja langweilig, jeden Kampf macht er jetzt locker. Nee, 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 also das wird noch schwerer. Nochmal 3 Talentpunkte. Sehr schön. Die Laune natürlich wieder bombastisch. Ist klar, nach so einem Kampf ist voll gepumpt mit Adrenalin. Wow, hey du. Du da, Großer, ich bin Roy. Der Kampf war klasse. Wirklich richtig klasse, Großer. Danke, Roy. Weißt du, was großes Gewinnen ist? Ich habe gerade groß an einem Kampf gewonnen, Großer. Und ich will dir danken. Lass uns einen trinken gehen und ich lade dich ein. Da ist ganz schön oft dieses Wort groß gefallen. Ich sollte nach dem Kampf wirklich Dampf ablassen. Warum nicht? Klar, Bierchen trinken gehen. Klasse, Großer, gehen wir. Aber irgendwie bin ich so viel größer als er. Nach 2-3 Runden erstmal rausgehen und mit fremden Leuten quatschen. Hallo? Ich will dir eine Frage stellen. Was weißt du über Selbstzerstörung? Naja, wenn Leute sich dauerhaft Alkohol reinpfeifen, zerstören sie sich ja auch irgendwo direkt selbst. Selbst was? Ich bevorzuge Selbstverbesserung, hat mir mein Vater beigebracht. Verbesserung wie denn? Große Muskeln bekommen, Geld verdienen, neue Sachen besitzen. Du weißt, dass dein Besitz dich am Ende besitzt, nicht wahr? Naja, gut. Materiell ist es nicht immer so wichtig, aber was soll's. Hör mal, ich will hier nur ein... Ich will noch ein paar Bierchen trinken und dann nach Hause gehen. Ich habe eine Idee. Ich habe keine Idee, was du genau von mir willst. Weißt du, für einen Kämpfer bist du ganz schön langsam. Willst du ein paar neue Namen oder nicht? Ohne Namen wirst du sterben. Hm, komm wieder, wenn du bereit bist. Eine Lektion in Selbstzerstörung wartet hier auf dich. Oh Mann, immer diese besoffenen Leute. Geht ja gar nicht. Gewinne 5 Straßenkämpfe. Ach, sehr schön. Hier kann man ein bisschen Streetfighting machen, quasi.
werden wir zum Street Fighter. Wir gucken mal in unseren Talentbaum. Wir wollen ja mal gucken, was wir hier dazu lernen können. Machen wir ein aktives Talent. Was wäre sonst? Hohe Rückhand. Effektiver, hoher Schlag. Man, der verbraucht auch mehr Energie. Macht allerdings 7 Schaden schon im Vergleich zu 5. Der macht allerdings, braucht nur 3 Energie und der schon 5. Also wir brauchen sehr, sehr viel Energie. Das wiederum bedeutet, dass wir auf jeden Fall auch Ausdauer gehen. Das werden wahrscheinlich unsere zwei Hauptdinger, der Geschick und Ausdauer werden, vermute ich mal. Reisesser, was wäre denn das nächste hier? Wer behauptet, dass es einfach sei, mit Stäbchen zu essen? Du erhältst 10% mehr Geschick beim Training. Das ist cool. Du hast rote Sneakers, also läufst du schneller. Durch die Stadt zu laufen nimmt 30% weniger Zeit in Anspruch. Naja, gut, das finde ich jetzt nicht so interessant, aber Reisesser ist cool. Weg des Tigers, ja. Da kommen nämlich nachher noch extra Fähigkeiten auf dem Weg des Tigers, also kann man sich spezielle Sachen noch freischalten. Das heißt, wir sollten zusehen, dass wir in die Richtung kommen. Aber auf jeden Fall, wir nehmen das aktive Talent mit. Das ist wichtig, weil wir später noch einige Fähigkeiten dazu lernen und ich möchte die gerne alle nachher auch einsetzen können. Gut. So, jetzt haben wir unsere Talentpunkte verballert. Melden wir uns direkt an. Na klar, bis jetzt hat es ja immer gut geklappt. Und solange das funktioniert, auf jeden Fall. Das ist die Bar, oder was? Achso, ja, hier können wir die Street Fights machen. Da unten ist die Ultimate Arena. Jetzt habe ich mich gerade für einen normalen Kampf angemeldet. Weil da kann man nämlich auch kämpfen. Und ich müsste natürlich wieder mal ein bisschen trainieren. Und Geld verdienen. Oh, Geld verdienen, ganz wichtig. Ach komm, wir gehen mal wieder auf den Bau. Oh, ein bisschen männliche Arbeit machen hier. Körperliche Arbeit, so muss das sein. Dabei trainieren wir auch ein bisschen unsere Stärke. Ja, Tagesübersicht, die überspringen wir mal. Die ist jetzt nicht ganz so relevant. Für uns ist es nur wichtig zu sehen, dass die Stats nicht zu weit runtergehen. So, komm. Das machen wir hier noch einmal 50 dazu verdienen. Ihr könnt mir ja sonst auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst oder wenn ihr wisst, was besser ist. Aber ich denke mal, die Arbeit des Pizzalieferanten ist auf Dauer effizienter, weil sie weniger Energie und Futter verbraucht als, ich sag mal, körperliche Arbeit. Würde ich jetzt mal tippen, ist das viel, viel einfacher und man verdient da mehr Geld. Aber wenn ihr da bessere Infos habt, immer her damit. Und ich werde mich jetzt mal in den Supermarkt begeben. Noch schnell einkaufen. Ha, schon wieder keine Bösewichte. Na, das ist auch gut, Apo. Kannst ja auch nicht ständig überfallen werden. Auch wenn wir dich bestimmt beschützen könnten. Noch ein bisschen Fleisch. Also ein bisschen Geld würde ich noch überbehalten, falls wir jetzt in die Muckibude wollen. Ja, ab nach Hause. Jeden Fall. Runde schlafen, futtern. Ihr kennt's ja. Und natürlich, wenn wir nach Hause kommen, klingelt immer das Telefon. Als wenn er weiß, dass wir nach Hause kommen. Hallo? Hey Junge, hast du dich schon überall umgesehen? Oh, ich glaube noch nicht überall. Es kommt noch einiges. Warum sollte ich das denn tun, Frank? Ich sag ja nur, manchmal findet man neue Motivation an merkwürdigen Orten. Ja gut, wir gehen schon zu den Ultimate Fights. Ach, das ist tiefgründig, Frank. Ah, lutsch, eine Zitrone, Junge. Hör mir auf mit so einem Quatsch. Für Tiefgründigkeit ist hier in diesem Let's Play keine Zeit, denn hier gibt's pures, rohes Fleisch, Muckis und Schläfchen. Ja, auch ein richtiger Mann muss sich erholen auf seinem gemütlichen Sofa. Wo schon fast die Federn rausgucken. Wenn es zu weich ist, dann wird sich ein Mann nicht erholen. Er braucht gewisse Härte unter sich. Genug der dummen Weisheiten. Nochmal schnell was futtern. Yep. Wann ist der Kampf? Heute noch nicht. Morgen ist der Kampf. Das heißt, wir sollten noch ein bisschen trainieren. Ach komm, wir machen mal ein bisschen auf der Matte zu Hause Training. Wenn wir schon so eine coole
einen coolen Teppich hier liegen haben oder Gebetsmatte, was auch immer das Ding ist. So, neuer Tag, neues Glück, dann hören wir auf. Wir haben immer noch zum Glück 4 Geschick, aber wir haben nur noch 3 Ausdauer. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt... Oh nein! Der grüne Koffer! Bin ich ja mal gespannt, was da jetzt tatsächlich mal rauskommt. Oh, ein Sportgeschäft. Kaufe hier neue Trainingsgeräte für deine Garage. Na, dann wollen wir mal schnell mit dem Bus hinfahren. Hey Doc, du siehst traurig aus. Ja, ich habe einfach Probleme, okay? Liegt da etwa ein Verbrechen in der Luft? Ja, woher wusstest du das? Jemand hat meinen Laser gestohlen. Wer würde so tief sinken, von einem Wissenschaftler zu stehlen? Hast du die Polizei gerufen? Also mal ganz ehrlich, guckt euch mal diesen Typen an. Ne? Eindeutig Heisenberg und da hinten Meister Probber. Das ist zu geil. Herrlich, herrlich. Schön diese... Irgendwo doch wiederum Tiefe in diesem Spiel, muss man ja sagen. Wer würde so tief denken, von einem Wissenschaftler zu stehlen? Ich weiß nicht. Meine Mutter sagte, da wären Typen in Tiermasken gewesen. Meine Güte, schon wieder diese Leute. Hast du die Polizei gerufen? Ich will nicht, dass sie von dem Laser in meinem Keller erfahren. Aber was hast du denn da für einen Laser? Klingt logisch. Das klingt alles sehr verdächtig. Ich versuche, deinen Laser zu finden und zu dir zurückzubringen. Das wäre toll. Ich will meinen Laser wieder knuddeln können. Okay, ja, dann machen wir das mal. Meister Probber. Wir könnten hier für $250 eine alte Handelbank kaufen. Die verstärkt unsere Stärke. Laufband. Für Ausdauer. Wing Chun. Alles 3. Vor allem aber... Geschick und ein kleiner Punchbar, der auch Geschick erhöht. So, und hier sieht man zum Beispiel auch wieder, was ein Vorteil ist, wenn man Geschick wählt als Weg, dass von den Trainingsgeräten her es 2 gibt, wo man sehr stark auf Geschick geht. Gut, der Punchball bringt nur 34 Geschick im Vergleich zu 42 Stärke bei der alten Bank oder 42 Ausdauer beim Laufband. Aber insgesamt betrachtet sind das natürlich dann zusammengenommen 51. Was dann höher ist als alles andere. Gut, wenn man das noch aufrechnet. Aber es auf jeden Fall ist Ausdauer, Geschick, denke ich mal, im Regelfall für den Anfang der leichteste Weg in diesem Spiel. So, und da ich gerne den leichtesten Weg in Spielen wähle, wird mir ja immer nachgesagt, was jetzt ja nun nicht stimmt, wenn man sich mal meine Let's Plays anguckt. Werden wir jetzt... Wir müssen noch kämpfen heute. Können wir noch ins Fitnessstudio? Moment. Ach stimmt, das war ja noch Anfang des Tages. Ich wollte gerade sagen. Moment, wir sollten was futtern? Nee, pass mal auf, wir gehen erstmal in die Muckibude. Trainieren jetzt ordentlich. Und futtern später. So, was wollen wir hochkriegen? Wir müssen auf jeden Fall aufs Laufband. Das ist schon mal klar. So. Genug. Davon, denn wir wollen uns ja hauptsächlich natürlich auf Geschick konzentrieren. Gucken, ob wir das Ganze noch auf Level 5 kriegen. Ich denke mal nicht, dass wir das heute noch schaffen. Weil ihr seht, der Fortschritt wird auch etwas geringer, umso höher das Geschick ist. Was ja auch, ne, logisch für mich ist irgendwo. Das heißt, man muss mehr trainieren, um höher zu kommen. Wir wollen allerdings auch nicht vollkommen im Eimer sein. So ein bisschen noch auf die Energie drauf achten, was wenn wir noch den Fight durchführen wollen. Aber obwohl, wenn wir nicht unter 50 fallen, ist das schon so okay. Es sollte so das Minimum sein, wo wir fallen dürfen. Wir wollen aber allerdings ja noch was essen. Also jetzt schnell ab nach Hause. Obwohl, müssen wir essen? Nö. Da verlieren wir auch nur mehr Energie. Wir gehen jetzt direkt in den Kampfflieger. Gucken, ob wir das schaffen mit etwas weniger Energie, halb hungrig. Aber eigentlich ist ja Hunger immer so ein Ansporn, etwas zu schaffen.
Ja, ihr Lieben, wie das ausgeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich, bye bye, macht's gut.